Hier ist gerade jemand neben mir eingeschlafen, deshalb muss ich leise reden. Ach, viel Feedback von gestern. Ich möchte nochmal meinen Respekt zollen dafür, was ihr gestern auf die Beine gestellt habt in Bitburg und kann nur andere motivieren, das auch so zu machen. Und ich weiß, es passiert ja in vielen Teilen Deutschlands. Und es war einfach ein ganz toller Abend. Ich möchte mich dafür bedanken, auch bei den ganzen Menschen, die mich angesprochen haben. Und da kam so viel Feedback irgendwie, da waren so viele Emotionen auch im Vorfeld schon vor der Veranstaltung. Das ist einfach krass. Ich hatte ja vor der Veranstaltung, habe ich dann den Roman endlich mal persönlich kennengelernt, mit dem habe ich schon länger Kontakt über WhatsApp. Und bin zu ihm zum Hof gefahren, habe die Familie kennengelernt. Dann musste ich sofort einen Vortrag halten um 3:45 Uhr mit dem Gemüsebauerverband in Bayern. Nochmal schönen Gruß an euch. Das war für mich eine besondere Situation, weil ich kriegte kein Feedback. Ich konnte nur mich sehen im Bild. Ich konnte die Bilder sehen, die eingeblendet wurden. Ich hatte vorher Bilder von unserem Betrieb dahin geschickt und hatte nur so ein kleines Bild, wo ich dann sehen konnte, dass da dann Leute zuschauen. Aber da kam irgendwie nichts. Ich konnte es nicht beobachten. Das war für mich mal eine neue Erfahrung, eine Dreiviertelstunde mit Menschen zu reden. Ich meine, das mache ich mit euch ja auch, aber das war irgendwie ganz komisch, ne? Weil du weißt gar nicht, langweilst du die jetzt mit deinem Vortrag oder nicht, weil du siehst keinen. Und hätte ja sein können, dass die alle am Schlafen sind. Ich glaube, es war ganz okay. Ja, vielen Dank dafür. Und danach direkt zack ins Auto und dann nach Bitburg. Da hatte ich schon Angst, dass wir gar nicht durchkommen, weil ja viele Traktoren unterwegs waren. Und dann wollte ich auf den Platz gehen, um wirklich Stimmen einzuholen. Ich wollte mit euch reden, mit den Eiflern, weil ihr habt ganz andere Probleme ja noch, als wir hier haben. Und ich wollte einfach Stimmen einholen und eure Emotionen so ein bisschen einfangen und habe es gar nicht hingekriegt, weil, ja, weil wir uns einfach über andere Sachen unterhalten haben. Es war einfach krass. Danke dafür. Und für alles das, was ihr mir auch wieder mitgegeben habt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann ging es auf die Bühne und mein Vorredner, der Moderator, der hat ja echt schon krass vorgelegt. Und für mich ist das immer ein Problem, wenn ich Reden höre, wo sich alles wiederholt, wo der nächste Redner das gleiche sagt, was der erste gesagt hat. Und deshalb habe ich mir immer zum Grundsatz gemacht, ich bereite eigentlich keine Rede vor, obwohl ich war jetzt der Erste, offiziell der Erste, aber er hat ja schon gut vorgelegt sozusagen. Also ich hatte ja eigentlich auch schon eine Rede gehalten, die Themen abgegrast und dann konnte ich einfach drauf losreden, auf das, was im Prinzip sich dann nicht wiederholt hat. Deshalb müsst ihr mir da mich entschuldigen, ich bereite mich auf die Reden nie vor. Ich höre mir eigentlich immer an, was die anderen vorher gesagt haben und dann probiere ich das zu sagen, was noch nicht gesagt wurde und oder das, was übrig bleibt, dann irgendwie zu thematisieren. Ja, und das, glaube ich, ist gestern ganz gut geglückt. Natürlich war ich vorher beim Landhändler, habe die PISA-Studie mir von Herrn Irnig geben lassen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Er hatte wirklich da eine Spießbütt stehen mit allen Getreidesorten nochmal, haben wir den Ehren rausgeholt und hatte natürlich ganz viele Proben noch von Körnern und allem. Vielen Dank, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle ziehen da mit. Und wenn er hätte noch 100 Kilometer zu einer anderen Filiale fahren müssen, hätte er auch gemacht. Ja, also wir stehen alle zusammen. Wir haben alle das gleiche Problem. Und das ist einfach das Krasse, wenn wir alle gemeinsam Probleme angehen, was wir alles erreichen können. Wo ich geschockt war, war die Rede vom Roman, sehr emotional. Er sagt, als er seinen Vater dann im Publikum gesehen hat, da konnte er sich kaum noch halten, weil ich weiß genau, was er meint. Wir haben alle eine Verantwortung gegenüber dem, was uns übergeben wurde, von unseren Vorfahren sozusagen. Aber wenn die Politik hier anfängt, uns zu enteignen, uns kaputt zu machen, eigentlich die Leute, die dafür da sind, damit es uns gut geht, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir in die Zukunft schauen können und die genau das Gegenteil machen. Wenn du in den Knast wanderst, weil du deinen Wald gekelkt hast und gedüngt hast, dann sind wir, glaube ich, schon weit gekommen und tief gefallen. Und ich werde mich mit diesem Bundeswald, keine Ahnung was für ein Gesetz, mit diesem Papier befassen. Ich werde da Fachleute zu befragen und wir werden das Ding auseinandernehmen. Und genau das ist das, was ich meinte. Dieser Satz, wenn ich kelke und dünge, kann ich bis zu ein Jahr in den Knast wandern. Das sind Sachen, die müssen wir publik machen.
Und ich habe schon mal gesagt, wir haben die größten Werbeflächen von ganz Deutschland. Wenn wir uns auf ein Maß einigen für Plakate und vielleicht jemanden, der das Design entwirft und genau das kommunizieren mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen, wo dann einfach der Satz steht, einmal gekelkt, meinen Wald einmal gekelkt oder gedüngt, gleich ein Jahr Knast. Natürlich so ausgedrückt, dass es korrekt ist. Das sind die Sachen, womit wir alle mitnehmen müssen. Und das ist unsere nächste Aufgabe. Ich habe ja gesagt, wir müssen die nächste Rakete starten. Was wir bis jetzt gemacht haben, alles super. Und ihr merkt, je mehr Reichweite wir kriegen mit dem, was wir machen, desto schlechter ist das für die da oben, desto mehr wird versucht, das zu unterdrücken. Schafft man aber nicht mehr. Und wenn wir ganz Deutschland zupflastern mit kurzen, prägnanten Sprüchen, wo wir Sachen aufdecken, die hier gerade schieflaufen, wie dieses Gesetz zum Beispiel, und das den Leuten vermitteln, was meint ihr, was dann hier los ist? Und das ist die nächste Rakete, die wir starten müssen. Und deshalb ist einiges in der Mache. Ihr könnt gespannt sein. Auch ihr da oben, ihr könnt auch gespannt sein. Wir lassen uns das nicht gefallen. Ich habe hier die nächste Generation neben mir sitzen. Johann soll auch mal entscheiden können, was er machen möchte. Und wir lassen uns nicht enteignen. Es geht so nicht weiter. Was hier passiert, ist eine kalte Enteignung. Man probiert alles hier mit Sachen zu belegen. Enteignen war ja auch nur der Begriff. Das muss ich aber nochmal genau eruieren, was gestern gesagt wurde. Und deshalb muss ich mit Fachleuten reden. Es bringt nur was, wenn wir mit Fachleuten reden, die genau die Sachen wissen, die da drin stehen und die das auch auseinandernehmen können. Es bringt nichts, da irgendwelche Sachen jetzt in die Welt zu setzen, die nicht 100% stimmen. Und deshalb freue ich mich auf die nächsten Gespräche. Und es gibt noch ein geiles Gespräch in Kürze. Ich hatte ja nach einer Nummer gefragt. Ihr habt mir dabei geholfen. Sie hat sich gemeldet und es wird ein richtig gutes Live geben. Verspreche ich euch. Wir müssen noch einen Termin finden. Und dann, ja, wird es ein gutes, 100% tolles Live geben mit einer ganz emotionalen Frau. Ihr habt sie alle gehört vom Brandenburger Tor. Ihr könnt euch denken, wen ich meine. Und nur so kann es gehen. Wir müssen mit den Menschen reden. Gestern die Situation in Bitburg, wo sich wirklich dann die Politiker gestellt haben. Respekt dafür, weil man weiß, wenn man zu so einer Veranstaltung geht, wird man nicht. Bei mir, ich wusste vorher, dass keine Eier auf mich geschmissen werden. Es sei denn, ich würde da irgendeinen Blödsinn verzapfen. Aber als Politiker weißt du, dass du da Gegenwind kriegst und mit Sicherheit auch nicht mit offenen Armen empfangen wirst. Dafür Respekt, aber deshalb ist man auch Politiker. Und wenn man sich auf Listen eintragen lässt, um ein politisches Mandat zu bekommen, dann muss man auch wissen, was man da tut. Und wenn man dann uns sagt, dann macht's doch besser, lasst euch doch eintragen, dann würde ich mir aber mal Gedanken machen, warum ich mich habe eintragen lassen. Ja, also das ist auch eine dumme Entschuldigung eigentlich. Eigentlich. Natürlich, jetzt gibt es ja Leute, die lassen sich eintragen, da hat man ja auch schon Angst vor. Und für mich war auch beeindruckend, wie viele Leute gestern da waren, die jetzt einer bestimmten Partei angehören. Ich mache keine Parteiwerbung, keine Sorge, ich werde in keine Partei eintreten. Das mache ich nicht, weil ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Ich möchte keinem Rechenschaft darüber schuldig sein, was ich sage, wann ich was sage und wie ich es sage. Ich möchte einzig und allein mir gegenüber Rechenschaft abgeben müssen. Wenn mal irgendwie ein Satz schief rausgekommen ist oder so, dann muss ich dafür die Verantwortung tragen und ich möchte keinen damit irgendwo reinziehen. Deshalb, ich werde mit Sicherheit in keine Partei eintreten. Ich weiß aber, welche Partei ich jetzt aktuell wählen würde. Und mich freut es, dass es Leute mit Kraft, mit Innovationsgedanken, die Unternehmen führen oder auch ganz normal Arbeitnehmer sind, dass die sich jetzt langsam finden in einer bestimmten Richtung. Und das freut mich riesig. Wirklich. Das muss ich sagen. Wobei ich jetzt keinen Parteinamen nenne. Ich möchte hier, wie gesagt, keine Parteiwerbung haben oder sonstiges. Mir werden auch Sachen zugeschickt von Parteien, ob ich das posten kann. Ich tue mich da wirklich schwer mit. Jetzt gibt es demnächst eine Wolfsveranstaltung von den Freien Wählern. Das werde ich posten, weil es wichtig ist für uns, die mit dem Wolf belastet sind. Und da muss man auch mal sagen, sonst wird das keine Partei machen. Aufklärende Arbeit zum Thema Wolf machen jetzt die Freien Wähler. Völlig in Ordnung. Habe ich kein Problem mit, das auch publik zu machen.
So, ich habe jetzt genug gelabert. Ich habe die Heizung gerade mal deaktiviert, weil es wurde hier ein bisschen warm. Die mache ich mal lieber wieder an. Ich hoffe, dass der junge Herr hier mal langsam wach wird. Und dann geht's weiter. Das, was ich mache, was wir machen, ist mit Sicherheit nicht mehr für uns unbedingt, aber für die nächste Generation. Und wir lassen uns unser Land nicht kaputt machen und zerstören von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das war mir gestern auch ein bisschen wichtig, das vielleicht mal zu zeigen, wie so die Ahnung aussieht. Und anders geht's nicht. Anders geht's nicht, es tut mir leid. In dem Sinne, macht's gut. Wir hören und sehen uns. Ich freue mich wirklich auf alles, was jetzt noch weiter passiert, was kommt. Weil es eine Kreativaufgabe ist, die wir jetzt machen. Und ich habe mit ganz kreativen Leuten zu tun und gemeinschaftlich. Ihr habt so geile Ideen. Wenn sich die Lichterzüge mal anguckt, wer macht sich denn die Arbeit, die ihr euch da macht? Wenn man jetzt die Demos anschaut, die Schilder und so weiter, das ist der Hammer. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Also das sind ja Bauwerke bei, die passen ja gar nicht in ein Haus rein. Ihr seid einfach die Geilsten und die Besten. Und ich liebe die Eifel, wirklich. Ich bin ein absoluter Eifel-Fan. Ihr seid natürlich ein bisschen schroffer in dem, was ihr sagt. Und gestern hat auch eine Person komplett daneben gegriffen, muss ich auch sagen. Da möchte ich gar nicht drüber reden, weil das war natürlich eine Sache, wo sich, ich glaube, die Polizei dann rumgekümmert hat. Das passiert. Das ist bei Live-Auftritten so. Wenn man das Mikrofon einer Person gibt und nichts drüber weiß, dann passiert das. Kann keiner für in Verantwortung gezogen werden. Aber das gehört eben auch mit dazu. Es gibt immer Ausnahmefälle, egal wo und in welcher Berufsgruppe. Es gibt immer Ausnahmefälle. Aber wenn man sich die Ausnahmefälle dann immer nimmt und sagt, das ist der Durchschnitt dieser Berufsgruppe, was man ja bei uns gerne macht, dann ist man vielleicht selber auch ein Ausnahmefall, wie boshaft man ist. In dem Sinne, macht's gut. Wir hören und sehen uns. Ciao.